So Freunde, bevor das eigentliche Video startet, hier eine kurze Werbung für meinen Partner Eneba. Checkt ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Hier kriegt ihr aktuell auch PSN-Karten sehr, sehr günstig. Wir gehen mal drauf ein. Also PSN-Karten kann man ja immer gebrauchen für Mitgliedkarte, dies, das könnt ihr ja immer gebrauchen, Freunde. Gebt ihr einfach ein PSN, geht ihr auf Deutschland natürlich und ihr zahlt da nur 41,50 €, glaube ich. Gebt dann natürlich noch den Code Alex96 ein. Damit spart ihr nochmal 3%, Freunde. Also wie gesagt, eine 50er PSN-Karte für 41,47 €. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video ab. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder zu den neuen Footmas-Karten, die ich euch vorstellen werde, Freunde, die wir natürlich drauf eingehen werden. Zudem ist noch eine Europa-League-Karte gekommen. Es wird vermutet, dass wahrscheinlich ein drittes World Tournament Final Team am Freitag kommen könnte. Ja, was den Markt natürlich wieder nach unten senken würde. Ja, werden wir sehen, Freunde, ob das kommt. Aber wie gesagt, die eine SBC ist schon eine Andeutung dafür. Wir werden uns auf jeden Fall alle drei Karten anschauen, Freunde. Schreibt wie immer gerne rein, macht ihr die nicht. Gebt sehr, sehr gerne dem Video einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Karte. Ihr seht schon Inaki Williams. Leider sind hier alle Karten schon gespoilert, so gesehen. Weiß man ja schon alles, was kommt. Morgen wird Modric kommen. Ja, finde ich sehr, sehr schade, dass das so ist. Die Vorfreude da ein bisschen weg, finde ich. Könnt ihr auch gerne reinschreiben, wie ihr es seht. Man muss sagen, heute die Preise gehen von den SBCs. Also ich glaube, EA hat da ein bisschen zurückgerudert von den Preisen her. Weil gestern Rashford und so für 300.000, das war ja eine Frechheit, muss man ja ganz klar sagen. Wir sehen hier einen Inaki Williams. Meiner Meinung nach ähnliche Werte wie ein Rashford. Ihr seht hier ein 84er Team mit 2 Informs. Ich schätze mal so 60.000, 70.000, aber maximal 70.000 müsst ihr dafür zahlen. Ist schon mal okay. Ne? Die Werte sehen schon mal sehr, sehr Rashford ähnlich aus. Wir schauen uns auf jeden Fall seine Karte mal an. Wenn ihr zum Beispiel einen Guardiola oder so habt oder David Villa, ist er natürlich perfekt zum Linken hier, der Inaki Williams. Sonst wird es natürlich sehr, sehr schwer, muss man sagen. Wir schauen uns seine Werte an. Hoch, hoch, selbe wie Rashford, 1,86, genauso wie Rashford. Schwacher Fuß. Hat er einen Stern weniger und Spezialbewegung nochmal einen Stern weniger. Mir persönlich würde das abfacken, wenn ein Spieler keine 4 Sterne Weakfoot hat. Deswegen auch ein Rashford oder auch ein Inaki Williams hier für mich unspielbar. Mindestens 4 Sterne im Sturm oder ja, vorne spiele ich keinen, der nicht 4 Sterne mindestens hat. Wir schauen uns seine Ingame-Werte natürlich an von dem Inaki Williams. Tempo ist schon mal besser. Sehr, sehr gut, muss man sagen. Wir werden auf jeden Fall auch die normale Karte anschauen. Und auch natürlich die, ich weiß nicht, ob ein Inform hat, ich glaube nicht, aber wir schauen uns natürlich am Ende an. Wir sehen hier einen Abschluss, 86 ist schon mal sehr, sehr gut. Schusskraft sehr, sehr gut. 11 Meter solltet ihr mit dem nicht schießen. Passen geht so, so lala. Dribbling könnte ein bisschen beweglicher sein. 82 ist jetzt nicht das meiste, muss man sagen. Dribbling hat der 85, Ballkontrolle 78, auch ein bisschen wenig, wie ich finde. Kopfballpräzision 74, Sprungkraft 90, also der wird anscheinend das ein oder andere Kopfballduell gewinnen, hat ja auch die Größe dafür. Ausdauer 84 ist in Ordnung, kann man durchspielen, also das geht klar. Stärke 87 und Aggressivität 74. Wir werden uns direkt hier anschauen, natürlich hier mit Inaki Williams, wie er geupgradet wurde mit seiner normalen Karte Inaki. Wenn wir natürlich eingeben hier wie immer, Freunde, schauen wir uns natürlich an. Seine normale Karte ist 82. Natürlich schauen wir, ob sich das lohnt, das Upgrade. Schauen wir natürlich immer an. Ein Tempo mehr, 2 Sprintgeschwindigkeit mehr bekommen. 3 Abschluss mehr. Warum nicht gestern bei Rashford 3 Abschluss mehr? Aber so ein Inaki Williams kriegt 3 mehr bei Abschluss. Stellungsspiel auch 3 mehr. Also ihr seht hier, die Karte wurde schon mehr verbessert wie gestern der Rashford. Fernschüsse 2 mehr und diese Karte ist deutlich billiger, wie gesagt. Also wenn ihr den zocken machen wollt, ich finde den Preis okay, 60.000, 70.000 für so eine Karte ist meiner Meinung nach in Ordnung. Der geht schon klar. Übersicht auch 4 mehr, also der hat ordentliche Upgrades bekommen. 4 Flanken mehr, kurzer Pass 4 mehr. Also ihr seht hier, der hat schon ordentlich bessere Werte bekommen. Efe auch, was wichtig ist für die R1 Schüsse, 4 Punkte mehr. Beweglichkeit 2 mehr, Reaktion 2 mehr. Also der hat schon vieles mehr bekommen. Ausdauer hat er auch 2 mehr bekommen. Vieles um 2 verbessert bekommen. Also Passspiel insgesamt 4 besser. Also das ist schon eine gute Verbesserung, wie ich finde. Also 60.000, 70.000 für den ist in Ordnung, meiner Meinung nach. Also das ist ein okayer Preis. Warum? Von mir aus auch bei einem Rashford das Doppelte vom Preis. Von mir aus, weil er Premier League spielt. Aber gestern, wie gesagt, fast 300.000. Das war zu viel.
Schreibt ihr auch gerne rein, Freunde, wie ihr es gefunden habt. Ja, jetzt kommen wir hier zu Cavani. Na, bei Uruguay hätte man natürlich eher Jiménez oder Bentancur oder so bringen können, meiner Meinung nach. Aber nee, man bringt Cavani. Ja, man muss sagen, für den Preis ist er in Ordnung. Er kostet 40.000, schätze ich mal. Ihr seht hier, was ihr abgeben müsst. 83er Rating mit 2 roten Karten. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, den kann man mitnehmen. Das ist SBC-Futter. Könnt ihr einfach abgeben für irgendeine SBC, die, ja, Icons werden ja nicht kommen, aber ihr könnt ihn zum Beispiel auch in der Baby-Icon-SBC dann abgeben, weil ihr zahlt nicht so viel für den. Wenn ihr ein bisschen was untauschbar habt, geht das schon klar. Dann werden wir uns natürlich noch die Ingame-Werte vom Cavani anschauen. Natürlich erstmal hier hoch, hoch. Feiere ich auch bei Stürmern überhaupt nicht, wie gesagt, deswegen Inaki Williams und die anderen so auch nicht ja, so relevant für mich. Ich feiere das auch bei Son nicht, dass er hoch hoch hat, weil der hängt dann zu oft zu weit hinten. Wenn ihr es spielt, Freunde, merkt ihr das nach einer Zeit. Also werdet ihr das merken nach einer Zeit. Spezialbewegung, 3 Sterne, wäre mir persönlich egal. Aber man muss jetzt schauen, was er natürlich für ein Tempo hat. Das ist halt nicht so gut bei dem Cavani. 75 Sprintgeschwindigkeit, 78 Schuss hat er natürlich in Krassen. Das sind fast alle Werte bei 90 oder über 90. Bis auf die Fernschüsse. Ist halt ein Boxspieler, aber ja, ich denke, es wird auch keiner seinen Cavani holen und mit Mbappé oder so Doppelsturm spielen wollen. Schreibt ihr mir rein, vielleicht macht den der ein oder andere aus Fun, weil er günstig ist und spielt den trotzdem. Der ist sehr, sehr günstig, das muss man sagen, das ist in Ordnung. Wie gesagt, die Preise heute sehr, sehr gut, wie ich finde. Da kann man auf jeden Fall die mitnehmen. Man muss sagen, langer Pass natürlich 50, schon sehr, sehr erschreckend bei ihm. Die Beweglichkeit auch nicht so gut mit 75. Reaktion ist da hingegen sehr, sehr gut. Ruhe 82 auch stabil. Kopfballpräzision 90. Das ist halt ein richtig krasser Kopfballspieler, der Cavani. Sprungkraft 89. Ausdauer 92. Das ist sehr, sehr stabil für ihn. Also 92 Ausdauer kann man auf jeden Fall gut zocken. Stärke 79. Aggressivität 85. Also das geht auf jeden Fall auch klar. Der Cavani auf jeden Fall. Wie gesagt, der ist Preis-Leistung in Ordnung, Freunde. Schauen wir natürlich auch bei ihm jetzt natürlich an, wie es aussieht, wenn man ihn mit der normalen Karte vergleicht, Freunde. Gehen wir natürlich kurz drauf ein. Gehen wir den Cavani ein. Schauen wir mal, was er für ein Upgrade bekommen hat. Aber ich glaube, der hat nur ein Inform-Upgrade bekommen, um eins besser. Gucken wir kurz an. Ja, der hat halt, ja, das ist die gleiche Karte. Gucken wir einfach mal. Der hat 2 Tempo insgesamt mehr bekommen. Schuss ein bisschen besser, auch 1-2 Punkte. Passspiel auch 1 mehr. Tripling hat er 2 mehr bekommen, aber Beweglichkeit nur um 1, was ich da wieder schade finde. Da hätte man so eine Karte doch deutlich geiler machen können. Also das ist ein minimales Inform-Upgrade beim Cavani. Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, Freunde. Macht die lieber nicht, diese SBCs, außer ihr wollt den irgendwann für eine SBC wieder abstoßen. Dann könnt ihr die mitnehmen, wenn ihr, ja, rote Karten müsst ihr halt 2 Stück haben. Dann geht ihr hier günstig raus bei dieser SBC. Und dann schauen wir uns noch an, hier die Europa League-Karte, die gekommen ist. Habe ich ja gesagt, es könnte sein, dass wir ein drittes Road to the Final Team sehen werden, Freunde, am Freitag. Weil anders macht es auch keinen Sinn. Es ging die ganze Zeit dieses Gerücht schon rum, dass es ein drittes Team kommen soll. Das heißt natürlich, die Karten werden noch mehr sinken. Also, ja, die Preise aktuell sind ja im Keller. Deswegen, ja, aktuell auch vorsichtig mit Team bauen, Freunde. Viele fragen mich auch immer, wann verkaufen, wann kaufen. Ist dies ja so schwierig zu beantworten, weil EA so dagegen immer steuert. Jede Woche Promo, jede Woche kommen neue SBCs. Allein hier diese Totti-Nomini-Karten, die haben jeden Spieler von den Top-Spielern nochmal gesenkt. Das ist halt einfach krass sowas und damit kann halt keiner rechnen. Das ist halt einfach das Ding. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt diesen Carlos an. Was müsst ihr dafür abgeben? Ihr müsst hier ein 83er Team abgeben und ein 84er Team. Ich schätze mal so 80.000 für ihn. 80.000, 90.000. Man muss sagen, er spielt bei Sevilla. Sevilla immer Europa League. Kommen sehr, sehr weit. Ne? Finale auf jeden Fall wieder drin für Sevilla. Eine sehr, sehr gute Mannschaft. Schauen wir uns erstmal seine Arbeitsrate an. Mittelhoch, 1,86 Meter groß, 4 Sterne Weakfoot. Schon mal geil als Innenverteidiger. Das sieht schon mal sehr, sehr stabil aus. Sollte Sevilla eine Runde weiterkommen, bekommt er auch direkt eine 86er Karte. Also er wird nicht von 84 auf 85, sondern von 84 auf 86 geupgradet, diese Karte, Freunde. Finde ich interessant. Brasilianer kann man ja immer gut verlinken und die Karte sieht gar nicht so verkehrt aus. Schauen wir uns erstmal die Werte an. Tempo ist schon mal sehr, sehr gut. Also Tempo geht vollkommen klar. Innenverteidiger 80 Tempo ist sehr, sehr gut.
Schuss völlig uninteressant für einen Innenverteidiger. Passspiel, kurzer Pass 85, das ist der wichtigste Wert. 85, der hat sogar Freistoß 83, aber ja, ich denke, keiner will mit dem einen Freistoß schießen. Übersicht 59 könnte halt bei ihm, ja, die kann halt nicht so gute Seitenverlagerungsbälle spielen, aber ja, ich denke, das sollte trotzdem noch bei ihm klar gehen. Beweglichkeit 76 geht noch klar. Die Balance ist jetzt auch noch nicht so gut. 60 ist an der Grenze. Ihr kennt es bei Varane, der hat unter 40. Da ist das ja ganz grauenhaft, die Balance. Würde ich nicht empfehlen, wenn die noch weniger hätten hier. Aber der wird hier wahrscheinlich geupgradet. Die spielen auch gegen Cluj. Rumänische Rekordmeister spielen die als nächstes in der Europa League. Ich denke, die werden die besiegen. Und da wird er ein 86er Upgrade bekommen. Das sollten die eigentlich schon weiter bekommen. Wir sehen hier bei Abfang, also bei der Defensivbewertung, Abfang 79 ist nicht so krass, Kopfballpräzision 79 ist es auch nicht so gut. Defensivbewusstsein und faire Zweikämpfe hingegen wieder bei 85, was sehr, sehr stark ist. Grätsche wieder erst bei 79. Sehr schade, dass die drei Werte bei 79 sind. Wären die so bei 82, 83, wäre das eine sehr, sehr krasse Karte. Man kann natürlich den Kollegen hier noch mit einem, ja, was würde man auf den draufpacken? Man muss ja nicht mal, man könnte... Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Dribbling plus Defensive oder Passspiel plus Defensive. Falls jemand weiß, könnt ihr es gerne reinschreiben. Weil ihr braucht hier keinen Shadow. Tempo hat der genug. Und auch kein Sentinel. Weil ihr seht die Physiswerte. 85 Sprungkraft, 90 Stärke und 86 Aggressivität. Ich würde hier die Defensive und entweder Passspiel oder Dribbling pushen. Da geht ihr, glaube ich, mit 200, 300 Coins für den Chemistry Style raus. Was für diese Karte halt da am interessantesten ist. Diese Werte zu boosten, Freunde. Wie gesagt, die Ausdauer von fast 70 reicht auch komplett für den Innenverteidiger aus. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich den auf meinem Hauptaccount mache. Ich bin noch am Überlegen. Ich finde die Karte auf jeden Fall nicht schlecht. Die geht jetzt auf jeden Fall 5 Tage. Schauen wir mal, vielleicht kommt da auch noch die eine oder andere. Heute haben wir leider keine Footmas-Karte bekommen, die wir gratis erspielen können, Freunde. Das wäre es auch so gesehen schon gewesen. Ich habe hier mal so ein Team, Fun-Team gebaut, ihr seht es hier. Wir haben ja da ein paar Spieler untauschbar hier auf dem Account. Den Umtiti und den Dembélé, aber um das soll es heute gar nicht mehr gehen, Freunde. Wie gesagt, ihr habt meine Einschätzung zu den Footmas-Karten. Ihr könnt mal reinschreiben, wollt ihr morgen ein Investing-Video, wo ihr nochmal ein bisschen investieren könnt, weil der Markt aktuell sehr, sehr down ist. Schreibt ihr Hashtag Investing in die Kommentare, sehe ich, dann lade ich morgen noch einen Investing-Tipp hoch, Freunde, was ihr aktuell investieren könnt, falls jemand Bock hat, vielleicht ein paar 1, 2 Millionen zu investieren oder vielleicht noch mehr. Könnt ihr gerne reinschreiben und dann würde ich sagen, bin ich raus, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.